Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte, lieber Tim, vielen Dank für die Gelegenheit, heute und hier zu Ihnen zu sprechen. Gestatten Sie mir eine emotionale Bemerkung vorweg. Tim von Ärzten und ich kennen uns seit Studienzeiten, wo wir, ich bin Jurist, also nicht das gleiche studiert haben, aber wir kennen uns. Ich habe mir häufig gewünscht, dass ich nicht erst nach Oskars Tod, um das alles zu verstehen, auf Empfehlung eines anderen Freundes den Kontakt zu dir, Tim, wieder gesucht hätte. Vielleicht wäre Oskar dann noch im Leben. Ich bin kein Epileptologe. Ich spreche zu Ihnen als Vater, der 2019 seinen Sohn durch SUDEP verloren hat. Und ich spreche zu Ihnen als Vater, der vor dem Tod seines Sohnes noch nie etwas von SUDEP gehört hat. What your doctors won't tell you about epilepsy, it can kill you. Das wurde bei uns Realität. Lesen Sie den namensgebenden Artikel des US-amerikanischen Journalisten Kurt Eichenwald vom 30. April 2019, selbst ein Epilepsie-Patient. Er stellt die alles entscheidende Frage: Doctors know about SUDEP, why don't they tell their patients about it? Oskar wurde 3 Jahre lang fachärztlich betreut. Kein Wort über SUDEP, keins über Präventionsmöglichkeiten. Im ersten Termin habe ich den Arzt zweimal gefragt, ob man an einem epileptischen Anfall sterben könne. Er hat gesagt, das passiert nicht außerhalb vom Status Epilepticus, und auf insistierende Nachfrage: Es sehe zwar so aus, als ob man stirbt, die Grundfunktionen, Atmung und Kreislauf würden aber weiterlaufen. Wir sollten uns keine Sorgen machen. Auch danach habe ich ihn immer wieder informiert, oder haben wir ihn immer wieder informiert, wenn wir uns dennoch Sorgen machten, nach einem nächtlichen Anfall, trotz gewissenhafter Einnahme des Medikaments oder nachdem ein halbes Jahr vor seinem Tod eine Zöliakie diagnostiziert wurde. Messen Sie der Zufallsdiagnose eines Kinderarztes nicht zu viel Bedeutung bei. Epilepsie und Zöliakie haben nichts miteinander zu tun. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie alle können sich vorstellen, was das mit einem macht. Unsere gemeinnützige Oskar-Killinger-Stiftung haben wir gegründet, nachdem wir verstanden haben, dass Oskar kein tragischer Einzelfall ist, und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens sterben viele Menschen, auch junge Menschen, wie Oskar, den plötzlichen Epilepsietod. SUDEP ist die häufigste anfallsinduzierte Todesursache. 700 Menschen allein in Deutschland sind nicht wenige, das sind viele, einer von 1000. Zweitens gibt es, also der zweite Grund, warum es kein tragischer Einzelfall ist: Es gibt viele Angehörige wie uns. Sie wissen genau wie wir nichts über das SUDEP-Risiko, über SUDEP-Prävention, wo wir gerade viel gehört haben, viel zu wenig über die Erkrankung und über mögliche Therapien, bis sie morgens ihr Kind tot im Bett finden. Sie sind Analphabeten, wie wir es waren. Empirische Umfragen aus 2016 legen nahe, dass weniger als 10% der Patienten über das Risiko eines SUDEP aufgeklärt werden. Wir nehmen an, dass sich diese Zahlen bislang nur unwesentlich geändert haben. Unsere Initiative hat das Ziel, dazu beizutragen, dass die eben dargestellte Situation geändert wird. Wir möchten, dass über das SUDEP-Risiko und Präventionsmöglichkeiten aufgeklärt wird. Wir möchten, dass diese Aufklärung 10 Jahre nach Oskars Tod Standard ist. Wir werden dieses Ziel erreichen. Ob nun ein Jahr früher oder später, darauf kommt es nicht an. Wir machen das in Gedenken an Oskar. Das wäre sehr in seinem Sinne und das ist das Einzige, was wir noch für ihn tun können. Darüber hinaus möchten wir dazu beitragen, dass die Epilepsietherapie insgesamt modernisiert wird. Das beginnt mit einem anderen Miteinander von Arzt und Patient. Beide müssen bei der Behandlung zusammenwirken. Sie müssen ein Team sein. Ein gut informierter, ein mündiger Patient, der die Krankheit und die Therapie jedenfalls laienhaft versteht, kann der wichtigste Verbündete des Arztes sein. Weil er den Arzt versteht, kann er diesen unterstützen. Dieses Zusammenwirken auf Augenhöhe von Arzt und aufgeklärten und selbstbestimmten Patienten ist keine utopische Fantasie. Vielmehr hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Patientenrechtegesetz, das vor einigen Jahren ins bürgerliche Gesetzbuch von Deutschland eingefügt wurde, genau dieses Bild vor Augen. Der Arzt muss den Patienten umfänglich über alle Risiken und Therapiemöglichkeiten informieren. Wer Todesrisiken verschweigt, hat ein Haftungsproblem.
Uns ist bewusst, dass es sich bei Epilepsie um eine Erkrankung handelt, die historisch bedingt mit vielen Stigmata behaftet ist. Wahrscheinlich hat auch diese Tatsache, dass nur unzureichend, hat auch die Tatsache, dass nur unzureichend aufgeklärt wird, letztlich mit diesem Stigma zu tun. Informationsunterversorgung ist diskriminierend. Werfen wir doch diese letzten diskriminierenden Überreste endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Kenntnisse über Epilepsie sollten zur allgemeinen Gesundheitsbildung der Bevölkerung gehören, genauso wie Wissen über Krebs, über Herzkrankheiten, über Diabetes und Karies. Etwa 1% der Bevölkerung leidet an Epilepsie. Das sind etwa 800.000 Menschen in Deutschland. Epilepsie dürfte damit die Kriterien einer Volkskrankheit erfüllen. Grundkenntnisse hierüber braucht jeder, erst recht der Betroffene selbst. Im Bereich der Aufklärung über das SUDEP-Risiko ist einiges in Bewegung. Wir freuen uns darüber und wir bemühen uns, dieses Momentum zu verstärken. Die Aufklärungspflicht über SUDEP wird mittlerweile auch von mehr und mehr Ärzten offen bejaht. So erzählte uns ein Freund, dass er und seine Frau, als diese kürzlich wegen oder auf Epilepsie untersucht wurde, von einem behandelten Arzt unter Hinweis auf den Hamburger Fall im Erstgespräch über SUDEP aufgeklärt wurde. So soll es sein, das motiviert uns. An der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie der Charité in Berlin ist gerade eine Stelle für ein SUDEP-Präventionsprogramm ausgeschrieben worden. Im Zentrum steht hier die lückenlose Aufklärung sowie Beratung zu Prävention, Monitoring und Reanimation, angepasst an die Familien, die dort Informationen suchen, ab Diagnoseerstellung. Das ist zeitgemäß. Anfang 2023 wird in Deutschland die neue Epilepsie-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie veröffentlicht. Der in der derzeit geltenden Leitlinie bereits existierende Hinweis auf die Verpflichtung zur SUDEP-Aufklärung wird durch eine deutliche und ausführliche Empfehlung zur Aufklärung über SUDEP ersetzt. Das ist wichtig. Hierdurch wird der Fachstandard schriftlich fixiert. Bereits 2021 hatte die Kommission für Patientensicherheit der Deutschen Gesellschaft für Epilepsie ihre Empfehlung als SUDEP-Kompakt im Nervenarzt veröffentlicht. Eine wegweisende Publikation, die deutlich ausspricht, was schon länger bekannt ist: SUDEP ist ein Risiko für alle Menschen mit Epilepsie. Es kann auch bei vermeintlich benignen Formen auftreten und er kann auch gleich zu Beginn der Erkrankung auftreten. Bereits der erste Anfall kann zu einem SUDEP führen. Wir kennen einen solchen Fall. Hugo, 16 Jahre, aus Schleswig-Holstein. Seine Mutter hat uns geschrieben, er kam müde von der Schule und legte sich hin. Er fühlte sich nicht, er wachte nicht mehr auf. Die Obduktion bestätigte SUDEP als Todesursache. Es war wohl sein erster Anfall. Prävention war nicht möglich. Doch alle anderen Fälle, alle anderen Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit diagnostizierten Epilepsie können wir aufklären und vielleicht schützen. Wie aufgezeigt, werden die Standards in puncto Aufklärung durch neue Leitlinien und mehr Aufklärungs-PR gerade neu gesetzt. Hierbei helfen wir so gut wir können. Wir sind überzeugt davon, dass die tragischen SUDEP-Fälle dadurch zurückgehen, sowie durch eine systematische Aufklärung, Schulungs- und Schulungskampagne beim plötzlichen Kindstod gelungen ist vor einigen Jahren. Hier sind die Zahlen in Deutschland von 1200 pro Jahr um 85% auf 150 pro Jahr zurückgegangen. Vor allem durch Aufklärung. Dennoch ist noch ein weiter Weg zu beschreiten. Ein Schlüsselerlebnis war für mich vor einem Jahr der Besuch beim Kiefernchirurgen oder Kieferchirurgen. Zunächst musste ich einen ausführlichen Aufklärungsbogen ausfüllen. Als ich darauf hinwies, dass ich das schon vor vielen Jahren schon einmal gemacht hätte, sagte die Dame im Empfang, es hätte sich einiges geändert. Ich soll mir das wirklich bitte durchlesen und mit dem Arzt sprechen, wenn ich Fragen hätte. Der Arzt sprach vor der OP dann auch noch selbst knapp, aber hinreichend ausführlich mit mir. Er sprach ganz offen und locker, zugleich professionell und systematisch strukturiert über den bevorstehenden Eingriff und über die weitere Behandlung bzw. Optionen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Er sprach auch über die Risiken. Ich dachte an die Besuche bei Oskars Neuropädiater. Der Unterschied zu meiner Behandlung bei einem Kieferchirurgen könnte nicht größer sein. Einen Aufklärungsbogen gab es bei Oskar nicht. Auch sonst bezog der Arzt uns nicht ein in das, was er dachte und vorhatte. Es hatte alles etwas Geheimnisvolles.
Herrschaftswissen nach der Devise, verstehen Sie sowieso nicht, machen Sie sich keine Sorgen. Die Besprechungen waren kurz. Der Arzt verschrieb ein Medikament. Medikament und Dosis wurden nie verändert, obwohl Oskar seit Beginn der Therapie stark wuchs, Pubertät, und am Ende fast das Doppelte wog. Und obwohl er weiterhin, auch von Beginn an der Therapie und natürlich ganz zum Schluss, Anfälle hatte, auch Grand Mal. Über Alternativen zur medikamentösen Therapie, chirurgische Eingriffe oder Ernährungstherapie wurde nie gesprochen, obwohl das Therapieziel Anfallsfreiheit mit der medikamentösen Therapie eben nicht erreicht wurde. Und noch eine Beobachtung. Nachdem bei Oskar 2016, also 3 Jahre vor seinem Tod, eine Epilepsie festgestellt wurde, wandten wir uns in Hamburg zunächst an die Hamburger Epilepsie-Spezialambulanz, die uns empfohlen worden war. Hier sagte man uns, man könne für die nächsten 1,5 Jahre niemanden annehmen, man sei nicht zuständig. Das hat man uns per E-Mail geschrieben. Unsere Erfahrung, das wurde uns im Rahmen unserer Stiftungsarbeit deutlich, offenbaren ein systemisches Problem. Es gibt zu wenig spezialisierte Ärzte, es wird zu wenig geredet, die Ärzte haben zu wenig Zeit, der Bereich ist chronisch unterfinanziert. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Deutschland, mit der wir im letzten Jahr ein Symposium zu SUDEP veranstaltet haben, spricht deswegen im Bereich Epilepsie von einer Versorgungslücke. Die Deutsche Hirnstiftung betitelt ein kürzlich abgehaltenes Symposium mit dem vergessenen Patienten. Was bedeutet das? Das, was sich in der Medizin, im Berufs- und Rollenverständnis von Arzt und Patient in den letzten 50 Jahren verändert hat, ich erinnere an meinen Kieferchirurgen, muss auch im Bereich der Neurologie und Neuropädiatrie Einzug halten. Damit meine ich ein zeitgemäßes Miteinander von Arzt und selbstbestimmten, mündigen Patienten. Der offensichtliche Versorgungsnotstand muss angegangen werden. Wir brauchen mehr spezialisierte Ärzte, diese wiederum müssen sich auch mehr Zeit nehmen können. Das bedeutet, dass auch die Unterfinanzierung des Bereichs gemeinsam mit den Kassen angegangen werden muss. Grundkenntnisse über Epilepsie müssen zum medizinischen Allgemeinwissen in der Bevölkerung gehören. Das ist auch deswegen notwendig, damit Menschen erste Hilfe leisten können, wie bei einem Herzinfarkt. Obwohl es sich mit einer Prävalenz von etwa 1% auch um eine Volkskrankheit handelt, hat kaum jemand eine Vorstellung, was Epilepsie eigentlich ist. Zu dieser Bildungsaufgabe gehört auch die Entstigmatisierung der Epilepsie, die ich anfangs ansprach. Was könnte eine Lösung sein? Als wir 2021 mit dem KBV, das Stopp-SUDEP, also mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das Stopp-SUDEP-Symposium entwickelten, kam die Frage auf, wie man nachhaltig einen guten Aufklärungsstand erreichen kann, der Patienten erreicht und der Ärzten hilft. Ganz klar, wir brauchen eine Checklist, einen Aufklärungsbogen, in dem die Grundsätze der Epilepsietherapie erklärt werden, die Risiken, das diagnostische Vorgehen, sagte unser Ansprechpartner bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Aufklärungsbögen schützen Ärzte und Patienten auch juristisch. Sie ersparen ihnen Zeit, weil sie den Fachstandard festlegen. Sie unterstützen das Arzt-Patienten-Gespräch. Ich stelle mir so einen Aufklärungsbogen, eher ein kleines Büchlein mit mehreren Kapiteln, vor wie eine Art Behandlungsleitfaden. Eine Leitlinie für die Arzt-Patienten-Kommunikation, ein Buch für Patienten und Ärzte, ein Manifest der Zusammenarbeit. Es ist Zeit, mit der Verwirklichung dieser Idee zu beginnen. Die neue Leitlinie zur Epilepsiebehandlung steht kurz vor der Veröffentlichung. Ergänzen wir diese doch mit einem Leitfaden für die Patientenkommunikation. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und die Unterstützung der Fachgesellschaften bei der Verwirklichung dieses wichtigen Projektes. Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen dieses Buch zu schreiben. Wir möchten es aufklappen und darin stöbern, lernen und nachdenken. Wir brauchen dieses Buch und wir werden es verwirklichen.